Der Grünen-Politiker Manuel Sarrazin, Vorsitzender der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe, fordert im Streit um Reparationszahlungen an Polen ein Entgegenkommen der Bundesregierung. Durch den ziemlich ignoranten Umgang mit den Forderungen sei erheblicher Schaden entstanden, zitiert die Süddeutsche Zeitung aus einem Papier des Bundestagsabgeordneten. Im Rahmen einer humanitären Geste solle Deutschland einen Fonds aufsetzen, aus dem medizinische Kosten für noch lebende Opfer von Krieg und Besatzung übernommen werden könnten, fordert Sarrazin darin unter anderem. Die Bundesregierung betrachtet das Thema Reparationen als rechtlich und politisch abgeschlossen. Außenminister Heiko Maas wird am Dienstag in Warschau erwartet.